Das biografische Drama «Elser» widmet sich dem gleichnamigen Widerstandskämpfer, der fast die ganze Weltgeschichte verändert hätte. Am 8. November 1939 versteckte Schreiner Georg Elser eine Bombe im Bürgerbräukeller zu München. Das Ziel dieses Anschlags ist kein anderer als der Hitler, der an diesem Tag eine Rede haltet. Allerdings geht er 13 Minuten früher als erwartet. Wo die Bombe explodiert, reißt sie 8 Menschen in den Tod. Aber der Hitler überlebt. Der Georg Elser ist schon auf dem Weg Richtung Schweiz, wo er verhaftet wird. Erst jetzt erfahrt er, dass sein Plan nicht funktioniert hat. Tagelang wird der Georg Elser gefoltert und verhört, weil ihm niemand zutraut, dass er die Tat ganz allein geplant und umgesetzt hat. Schließlich wird er in ein KZ gebracht und dort nur ein paar Tage vor dem Ende des Krieges erschossen. Der Regisseur Oliver Hirschspiegel legt den Fokus des Films nicht nur auf das Attentat, sondern auf das ganze Leben von Georg Elser. Auf seine Jugend auf der Schwäbischen Alb, seine Zeit als Frauenschwarm mit Musikbegeisterung und schließlich seinen Entschluss, sich mit allen Mitteln gegen das NS-Regime zu stellen. Man muss was anderes machen. Und zwar bald. Bald und radikal. Direkt gegen die Führung. Du brauchst eine Werde, denn Dynamit, wo willst du es kriegen? Dynamit gibt's oben im Steinbruch und Zünder hier in der Fabrik. Irgendjemand muss den Wahnsinn noch aufhalten. Ja, irgendjemand, aber nicht du oder ich oder wir. Den Hitler stoppen, das müssen andere machen, das Ausland, Generäle. Wir sind zu schwach, George. Man kann nicht warten, bis es zu spät ist. Es muss sein. Elser, er hätte die Welt verändert, zeichnet ein faszinierendes Porträt von einem Mann, der die Gefahr vom Nationalsozialismus früher erkannt hat als die meisten anderen und mutig genug war, um sein eigenes Leben für seine Überzeugung zu opfern.